Johannisbeere. Johannisbeere ist eine Beere, die zu den Stachelbeergewächsen gehört. Als Johannisbeere bezeichnet man sowohl die ganze Pflanze wie auch die Frucht, die man davon essen kann. Johannisbeere werden bis zu 2 Meter hoch. Es gibt die schwarze Johannisbeere und es gibt die rote Johannisbeere. Es gibt sogar auch gelbe Johannisbeeren. Johannisbeeren werden als Beerenobst verwendet, können aber auch als Zierpflanze genutzt werden. Johannisbeere bekommt den Namen von Johannes her, denn um den Johannistag, also den 24. Juni herum, werden die ersten Sorten reif. Johannisbeere hat auch ein tiefes Rot und das hat auch etwas zu tun mit Spiritualität und Religiosität. Die Johannisbeere schmeckt sehr gut. Sie wird auch als Kulturpflanze angebaut. Die schwarze Johannisbeere wirkt adstringierend. Sie fördert auch die Schweißabsonderung. Schwarze Johannisbeere wirkt stärkend und auch belebend. Schwarze Johannisbeere hat eine Reihe von weiteren Heilwirkungen. Sie erleichtert auch die Tätigkeit der Verdauungsorgane. Sie ist gut für Magen und Darm, gegen Magenschmerzen, ist gut gegen chronischen Durchfall. Johannisbeere hilft auch gegen Migräne und kann fiebersenkend wirken. Man kann die Johannisbeere verwenden als Frucht, man kann sie verwenden als Saft. Der Johannisbeersaft wirkt harntreibend und antirheumatisch. Man kann die Johannisbeere auch verwenden als Aufguss. Man kann die Blätter und Blüten verwenden, etwa eine Handvoll Pflanzen pro Liter Wasser, 3 Tassen täglich, eine morgens, eine mittags und eine abends. Und das kann dann sehr hilfreich sein, wirkt auch harntreibend. Es gibt auch ein Absud, das heißt, man nimmt eine Handvoll frischer oder getrockneter Blätter pro Liter Wasser und daraus macht man einen Absud und davon kann man auch wieder 2 Tassen täglich trinken und das wiederum ist gut für die Arbeit der Verdauungsorgane. Man kann auch den Absud verwenden für die äußerliche Anwendung, zum Beispiel als Verband gegen Geschwüre und Wunden. Man kann dieses Absud auch verwenden als Hand- und Fußbäder, dann wird man natürlich noch etwas Wasser dazugeben. Als Hand- oder Fußbäder wirkt schwarzer Johanniskraut harntreibend, antirheumatisch und eben auch gegen Migräne. Diesen Johannisbeersud kann man auch verwenden als Gurgelwasser und damit kann man täglich gurgeln gegen Mund- und Schluck- und Schlundbeschwerden. Das sind jetzt einige Informationen, mehr kannst du herausfinden auf dem naturheilkundelexikon.de. Ich habe jetzt hauptsächlich über die schwarze Johannisbeere gesprochen. Wenn du diesen Vortrag als Video gehört hast, hast du zwar eine rote Johannisbeere gesehen, aber all diese Wirkungen sind insbesondere für die schwarze Johannisbeere überliefert.